Hi, servus. Servus, wir sind's. Ich hoffe, ihr seid alle da. Gute Dinge. Heute geht alles rund um die Katze bei uns. Ja. Wir waren die ganze Woche schon richtig fleißig für euch. Dass unsere Wand auch katzenmäßig ausschaut. Ja, genau. Und wir haben natürlich auch ganz viel... Hi, Anat. Der Michael. Servus. Die Mandy. Alle am Start hier. Wir zeigen euch heute die absolute Top-Neuheit, die morgen erst in den Shop kommt. Ja, weil wir sind immer ein bisschen schneller wie die Tina, die hat nämlich frei gehabt. Hi, Belinda. Und Anna, wie ist das Wetter? Mondsee? Super, oder? Also bei uns ist halt der Wind gegangen, wird zu Hause, sag's euch. Wir waren halt schon fleißig, wir zwar. Ja. Wir fangen jetzt einmal voll an, das weil Fahrrad 10 fahren. Mann sind da. Ja, wir fangen jetzt mal an. Wir drehen jetzt einfach mal um. Genau. Ich gehe mal in Position. Christine, sagt euch mal, um was geht halt. Wir machen heute eine Standkatze. Die gibt es in zwei Größen. Genau, die sitzt nämlich auf dem Kissen. Ja, bei uns ist alles gut, Belinda. Wir haben gerade festgestellt, wir sitzen schon 10 Wochen jetzt daheim. Servus, Hubert, bist du auch dabei? Schön, dass du zuschaust. So. Bei der anderen hat es schwere Gewitter gegeben gestern. Echt? Mhm. Ist gerade geschrieben. Ich greife mal an, ich mache erst einmal die Augen weiß. Wir haben uns jetzt entschieden, wir machen mal so eine graue Katze mit Grau und ein bisschen Braun mit drin. Weil ich kann euch mal zeigen, dabei, bis die Augen gemalt hat, was wir alles gemacht haben die Woche. Also, wir haben ja ganz viel. Kantenhockerkatze gibt es auch mit einem neuen Gesicht und der Binde im Garten, Türschal und für die Naschkatze und das ist auch voll cool. Einkaufszettelbox mit Zettelhalter dran und Stiftehalter, das ist auch voll cool. Mann. Da hinten haben wir noch den Lieblingsplatz, das muss ich mal ein bisschen strecken. Ja, das freut uns natürlich, Nicole, dass ihr gleich beide gleichzeitig zuschaut. Die Mama und die Tochter. Hi, servus, grüßt euch. Ja, hallo Pam, wir sind auch startklar jetzt. So. Das ist schön, Grüße aus Oberbayern. Ja, genau, ihr könnt auch mal schreiben, wo ihr herkommt. Und wisst ihr, was auch überlegen müsst, wenn unser Katze jetzt dann mal ein bisschen eine Form annimmt? Welches Kissel die Katze kriegt, in welcher Farbe? Das ist ihr das Kissel. Warte mal, zeige ich das mir mal. Rotes gemacht und so Dinger drauf und komplett mit 3D-Lack, mit Punkte, mit Sternchen. Da seht ihr es ja auch nochmal. So eine machen wir heute. So, ich muss jetzt erst einmal alles weiß machen. Wir haben natürlich die Woche auch schon wieder ganz viele Videos für euch gedreht. Die von der Katze haben wir eigentlich schon ein paar hochgestellt. Und dann geht es morgen wieder weiter mit den nächsten. Ich mache jetzt da einfach mal noch ein paar so hellere Flecken rein, dass sie da nicht zu dunkel nachher wäre. Und dann geht's los. Also erst einmal ganz wenig Grau, zu viel Weiß. Und dann schauen wir erstmal wieder die Farbe. Hi Marianne. Hi. Schauen wir mal, ob die Ritter heute auch wieder zuschaut. Ja, heute ist, ich weiß nicht, wie das Wetter so bei euch ist, aber bei uns ist es halt nicht so toll. Windig ist draußen. Das ist, glaube ich, das erste Mal nach 10 Wochen, haben wir gerade gezählt. Dass einmal das Wetter nicht so prickelnd ist bei uns. Da ist sie doch schon, die Ritter. Hi, Ritter. Hab's geschafft. Sehr gut. Super, du musst aber der Ritter jetzt schnell sagen, um was geht, wenn sie es jetzt geschafft hat. Also pass auf, Ritter. Wir machen heute eine Standkatze auf ein Kissen. Die werden voll süß, aber wir machen so eine große heute. Ihr könnt danach auch mal die Kissenfarbe aussuchen, was wir haben wollen. Ich habe ja gesagt, zu einer grauen wird auch ein Pink gut passen, finde ich jetzt. Ja, wir hoffen, ihr habt alle eine gute Woche gehabt. Ja, wir haben auf alle Fälle waren ganz fleißig unter der Woche. Haben wieder ganz viel produziert für euch, dass ihr wieder schöne Muster habt. Und ganz viele Videos haben wir wieder gedreht. Da sind die anderen Katzen auch noch, was da alles für Farben gibt jetzt schon mittlerweile.
Kantenhockerkatze haben wir jetzt. Und was wir dann auch noch haben, habe ich jetzt gerade entdeckt, habe ich vorher gar nicht gezeigt. Da gibt es jetzt ein paar Mäuse für euch. Das ist auch witzig mit der Katze unten dran. Da kann man dann, da ist hinten so ein Zwicker dran und in die Kiste kann man was reintun. Und da ist auch nochmal ein Stiftehalter zum Hinstellen. Ich muss das mal kurz umbauen, da, dass man das gescheit sieht. So, jetzt. Das ist auch witzig. Da kann man ganz viel Pinsel reinstecken. Also passt ganz schön viel rein in das kleine Teil, haben wir festgestellt. Man kann auch zwei ans rechts und links bauen, wenn man will. Ja, hallo Conny. Freut uns, dass du zuschaust. Hi Conny. Also die Nicole hat gemeint, das mit dem Pink schaut bestimmt gut aus. Ja. Hallo Carmen Trautner. Schön, dass uns jemand Neues mal zuschaut. So Mädels, ihr seht schon, es geht voran. Aber die Katze ist mal voll Spaß zum Mäuen. Wir werden uns immer im Internet irgendwelche Katzes raussuchen und schauen uns die Ubi, die vom Muster her sind, und die versuchen wir dann immer noch zu mäuen. Das ist voll geil. Also die Belinda ist echt fleißig, ne? Ja. Die hat geschrieben, habe jetzt auch bald alles fertig für mein Fenster. Große Biene, Bienenuhr, Frosch und den Türrahmenschmuck. Will noch einen beleuchteten Rahmen mit Bienen und Frosch machen. Na, super. Und danach mit Pflanzen ab ins Schaufenster. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, Belinda. Aber da musst du uns dann ein Foto auch schicken in die Gruppe. Genau. Dass wir das auch sehen. Das wollen wir mal sehen, wie du das gemacht hast. Schaut bestimmt voll genau, schön aus. Unsere Kreativgruppe, da könnt ihr auch beitreten, wenn ihr wollt. Das ist auch immer schön. Da kann ja jeder dann neu posten, was er gemacht hat. Ist der Michael noch online? Der Michael ist bestimmt online, aber ich sehe es halt gerade nicht. Also, Michael, warum ist denn deine Seerose auf der verkehrten Fleck? Weil Michael sein Kantenhocker, der hat uns da Bild neu postet. Und das, was du blau gemalt hast, da gehört eigentlich die Seerose drauf. Was ist denn da schiefgelaufen? Ich kann dir auch mal noch mehr Seerose extra schicken, wenn du magst. Das freut uns, Carmen, dass du dein Paket gekriegt hast. Und alles gut ankommen? Hoffen wir mal. Die ist auch am Malen, hat sie gerade geschrieben. Ja? Die Belinda schickt ein Foto. Okay, super. Das ist lieb von dir. Ihr seht schon, ich mache jetzt das Dunkle immer erst nachher. Ich hoffe, ich habe überhaupt hingefilmt. Vor lauter Lesen habe ich schon wieder nicht aufgepasst, ob ich gescheit gefilmt habe. Seht ihr was? Macht ihr ja, das ja. Auch Ich hoffe es doch. So, jetzt machen wir mal da unten nochmal. Kleines bisschen. Der Michael, tja, zu viele Teile. Hast du nicht mehr auskennt, aber das ist auf dem Videofall genau beschrieben, gell? Ja, eben. Also, hallo. Also ist alles super ankommen bei der Carmen Trautner. Ja, das ist das. Es freut uns, dass alles heil angekommen ist, dass alles passt. Weil momentan haben wir immer ein bisschen ein Problem mit unserem GLS. Der spinnt immer, kommt immer mal nicht und dann holt er nicht ab und lässt er sonst schneiden, was wir nicht brauchen können. Das ist cool. Was? Von der Pam, der Mann, der ist auch angesteckt, Grins. Ja? Unsere erste Bestellung war eigentlich fast alles von ihm ausgesucht. Nein, das ist doch super. So muss es sein. Die Anna hat auch ihre Katze bekommen. Das ja. Freut uns, Anna, dass ankommen ist. Ich hoffe, dass die Schachtel nicht so groß war. Die Tina hat mich zu mir gesagt, ich muss eine ganz kleine Schachtel nehmen. Ja, ja, aber ich habe doch was nachgeschickt. Das ist auch schon angekommen, Anna. Das weiß ich nicht. Das habe ich per Post geschickt. So, meine Lieben. Schaut schon ganz gut aus, finde ich, oder? Ja, hi, Alex, servus. Ich zeig der Alex mal, was wir heute machen. Wir machen heute eine Standkatze auf dem Küsschen. Ja, wir haben nämlich Die Woche ganz viel gemacht. Ich zeig's mal für alle noch, die wohl jetzt dazukommen sind. Wir haben eine Kantenhockerkatze neu mit einem neuen Gesicht gemacht und in größer. Dann male ich mal den und Rest. Da ist unser Bin im Garten, das ist auch voll hübsch geworden. Haben wir auch draufgemalt auf dem Türschall. Ja, unsere Uhr, die glaube ich habt ihr schon gesehen.
Einkaufszettelhalter mit Stiftebox und Zettelhalter dran. Geschenke. Schlüsselbrett, jetzt haben wir wieder unsere Schlüssel vergessen hinzuhängen mit zwei Nasen. Ja, aber ehrlich, weil das sieht man nämlich auf dem Bild gar nicht. Das ist uns erst aufgefallen, wenn wir es schon postet haben. Ich habe meins noch nicht postet auf Instagram. Ich kann es nochmal ändern. Angeber. Die gibt immer voll an. Hey. Weil die hat nämlich jetzt ganz viele Freunde auf Instagram auch dazu gekriegt. Und das ist voll unfair, weil mir fehlen nur noch 12, dass wir die 4000 haben. Auf Facebook fehlen uns noch 12 Leute. Wir haben jetzt geringt, es sind immer ein paar weniger geworden und wieder ein paar mehr. Ja. Ihr seht schon den Rand, den Tupfer jetzt mit dem Schwemmler. Ich sag jetzt mal nicht, wie viele mir Zuschauer uns. Nicht? Nee, weil sonst verschwinden die gleich wieder. Das ist das letzte Mal so gewesen. Na, die müssen schon da bleiben. Jetzt geht's ja gleich hier weiter. Bei der Susanne Berger ist auch alles super angekommen. Ja, das freut uns doch. Da könnt ihr ja voll loslegen hier. Dann kommen bestimmt nächste Woche ganz viele Bilder. Ganz viele Bilder. Genau, in die Gruppe. In unserer Gruppe. Ich mache jetzt da das Grobe von der Katze. Das mache ich jetzt das erste Mal mit dem Schwemmler an. Weil dann brauche ich da nicht so viel mit dem Pinsel rum. Also die machen wir jetzt mit dem Schwamm. Das saugt sie ganz gut in das ein. Genau, und dann kannst du so das so verwuscheln. Dann wird, vermischt sie die Farbe automatisch. Das müssen wir natürlich später. Die Anna hat eine sehr gute Idee. Weißt du, was die macht mit deinen Säckchen, wo sie bestellt hat? Was? Die macht Duftsäckchen und macht eine kleine Katze drauf. Ah ja, das wird bestimmt. Das ist süß. Bestimmt voll süß. Nein, das ist noch nicht angekommen, hat sie geschrieben. Nein, das kann noch gar nicht, weil ich habe sie am Freitag erst weggeschickt. Ja. Machen wir mal ein paar hellere Flecken noch rein. Unsere Katze. Also ich sag euch, was das mit der Katze anmalen, so schnell geht das bei nicht, gell? Da müsst ihr jetzt noch ein bisschen dabei bleiben. Also die Carmen Trautner, die hat gefragt, ob du schon Erfahrung hast mit Bootslachs. Mit Bootslack? Ja, weil die wollte nämlich die Frösche und die Bienen in einem Blumenbeet stellen. Aber wenn du die mit Acrylfarbe malst und lackierst, dann hält das genauso gut. Ja, die Kunst. Das ist wahrscheinlich besser, wie mit dem Lack zum Malen. Ja. Mal die mit Acrylfarbe und du dann einen Klarlack drauf machen, dann kannst du das jederzeit rausstellen. Weil unsere Acrylfarbe ist ja auch wetterfest. Ja, dass du wetterfeste Acrylfarbe nimmst und dann geht es super. Belinda, die Zettelbox gibt es halt extra und die Katzen gibt es ja in verschiedene Größen und diesen Stiftehalter gibt es halt extra. Weil man kann ja alles Mögliche drauf machen. Man könnte ja jetzt auch Hund drauf machen, Frösch wieder, ne? Alles Mögliche, deswegen ist das extra. Aber wir können dir ja dann die richtige Katze auch dazu aussuchen oder so. Das ist jetzt bestimmt kein Problem, das kriegen wir schon irgendwie hin. Nee, das ist ja, die Zettelboxen, die sind ja nicht mehr im Katalog drin. Die haben wir mal rausgenommen, ich weiß gar nicht warum. Aber die sind eine Zeit lang gar nicht mehr gegangen, weil sie so einfach eine blöde Abbildung gehabt haben. Und dann haben wir sie mal rausgenommen, aber die werden wir wieder neider, weil das ist. Also jetzt brauche ich dann bald einen Laptop, gell? Ihr schreibt da so viel. Ich bin ja nur am Schauer, oh Gott. Hab ich gefilmt? Leute, mir müssen wir sagen, wenn ich nicht drauf halte, gell? Das gibt mir nicht, gell? Ich gebe mir hier alle Mühe. Ich mache jetzt erst einmal hier ein bisschen einen Übergang. Vom Helle ins Dunkle. Als die nicht gar so Agent-farbig wird. Also du merkst schon, Carmen, da sind lauter Profis unterwegs. Sie geben dir alle ganz viel Tipps, was du am besten nimmer kannst. Ja, ja. Nee, weil die Alex gemeint hat, es soll nicht kein Bootslachs nehmen und die Belinda hat noch Triple Gloss, hast das. Mhm. Puh. Moment. So. Ja, das kann natürlich sein. Was? Also die Carmen hat mit, bei der Frau Hubauer mal mit dir gemalt. Ah ja. Klarlack drauf gemacht, ne? Mhm.
Und nach 2 Jahren musste ich es komplett neu bemalen. Ja, das kann sein, weil die Farbe ausbleicht. Ja. Das kann da aber beim Bootslack, weiß ich nicht, ob das... Das wird genauso passieren. Schätze ich einmal, das ist die Sonne. Du musst das ausbleichen lassen, das Ganze. Das hast du nicht im Griff. Sie probiert es mal aus, was die anderen ihr für Tipp gegeben hat. Ja. Die Nicole hat geschrieben, wir basteln auf Mamas Namen. Namen Katzen. Mal sehen, wo das Paket diesmal landet. Ja, also wir werden uns Mühe geben. Ja, echt, hey. Und außerdem einmal so Küche wieder frisch machen, schaut dir auch nichts, oder Nicole? Sonst muss ich mir doch noch die Mama ausleihen von dir. Wegen Putzen haben sie es neulich mal gehabt, die zwar. Das war ganz witzig. Na, siehst du, jetzt geht's schon los. Der ist schon nicht wasserfest, der Trippelkloss. Ja? Das ist voll die Insider hier, Alter. Das wird noch voll die Community. Oder wie das heißt, Community. Jetzt müssen wir ein wenig darüber, dass ich einer gescheit draufhalt. Ich lasse die jetzt erstmal so und schau mir erst, wenn mein Kopf fertig ist, wo ich was noch brauche. So, jetzt kriegt das erst einmal ein bisschen ein dunkel. Schattierung noch. Bin schon ganz nervös, hey. Ja, wenn immer so viel zuschauen. Ja, ehrlich, da, das ist vielleicht schwierig zu malen, wenn da so viel, wenn man weiß, nicht schauen dann so viel zu. Das ist wieder ganz aufgeregt. Aber ich war heute auch irgendwie aufgeregt, obwohl es jetzt die ganze Zeit nicht aufgeregt war. Also irgendwie. Aber unsere neue Katze, die ist so süß. Bin ganz verliebt in die. Ja, die sind auch alle ganz verliebt. Das haben sie schon alles geschrieben, das kannst du nah alles lesen. Ja, wir hoffen, euch geht's gut da draußen. Ich zeige mal nochmal, was wir basteln für alle, die wo vielleicht gerade zuschauen. Dass die nicht da alle wieder abhauen. Sind mir schon wieder 4 weniger auf einmal, zeigt es mir schon wieder an. Das geht ja gar nicht. Wir haben halt die süßen Miezis zum Hinstellen. Ja. Unsere tollen Schilder alle nochmal. Ja, die 2 neuen Miezis sind schon süß, weil ich finde ja die auch so schön. Die rote, die gefällt mir ja auch so gut. So, das Schlüsselbrett. Ja, jetzt wird die Wand schon wieder ganz schön voll da bei mir. Die Frösche stehen an und dazwischen. Wir haben die Woche auch mal schon Ding gemacht. Zwerge haben wir die Woche auch schon gemacht, ein Video. Wichtel. Wichtelvideo. Für die Mandy. Sie hat oben noch nicht. Ja, ich bin gespannt, Alex, wenn ich mal einen Bäckler von dir kriege, ne? Meine Monster wachsen, hat sie gesagt. Ja? Ja. Monster-Serie voll im Gange, oder? Ja, die Mama hat voll geübt, Belinda, weil die hat meine Katzen auch gemalt. Wo ist denn die? Da. Das ist meine Dinky. Die schaut auch genauso aus. Die hat auch so einen schwarzen Fleck im Gesicht. Warte, da ist sie nochmal größer. Die Mama voll geübt, Alter. Ja, von nix kommt halt nix. Oh Gott, das ist ein riesen Roman, komm mal wieder. Sind wir darüber. So, da la. Ja, Leute, sage ich was. Wir überlegen schon ganz panisch, was wir jetzt als nächstes dann angreifen, wenn die Katzen durch sind. Schön, Susanne, für die Überraschung im Päckchen. Gerne. Ja. Wir müssen ja auch die, die uns jetzt so unterstützen, einmal mal ein bisschen belohnen. Ja. Ja, weil wir freuen uns ja wirklich über jeden Auftrag, wo jetzt kommt. Wir hoffen, dass jetzt bei den Händlern dann auch wieder besser wird. Wenn jetzt noch mehr Lockerungen sind, dann werden vielleicht auch wieder mehr Leute einkaufen gehen. Ja.
Schauen wir mal, wie es wird. Ich brauche trotzdem einen Tropfen Wasser, weil das wird nicht so. Das merkst du wieder? Ja, ich brauche das. Das ist nicht zu flüssig. Ja, dann läuft das so blöd. Oh, das war wegen der hin. Warte. Komischerweise ist immer zu viel Wasser ist nichts und zu wenig Wasser ist auch nichts. Warte, Alex, ich zeig's dir nochmal. Warte. Also, das sind die Kantenhockerkatzen, die neuen. Das ist die kleine, 6 cm und die andere ist 10 vom Kopf her, ne? Also da, das da. Ja, hallo Anja, hast du es auch geschafft? Schön. Das ist das Schlüsselbrett. Das sieht man, das muss man so halten. Sieht er die Haken? Und da kann man dann die Schlüssel hinhängen. Nur wir haben wieder vergessen vor, dass ich da mal ein paar Schlüssel hinhänge. Müssen wir jetzt unbedingt mal machen. Ich hoffe, du hast gut gesehen, Alex, nochmal. Dass der Alex unseren Stiftehalter auch zeigt. So, ich habe dabei mal da unten ein bisschen rumgemalert. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie das ausschaut, wenn es jetzt da drauf hockt. Ja. Ein bisschen dunkler können wir noch werden. Mal so ein paar so dunklere Geschichten nehmen. Ah, oh, das ist aber schön geschrieben, Belinda. Da freuen wir uns aber ganz arg. Ja. Sie muss echt sagen, dass die Videos wirklich was bringen. Es fällt ihr immer leichter, ne, die Sachen zu bemalen. Und sie schaut bestimmt zweimal am Tag ein Video von uns an. Oh, das ist schön, ja. Aber wir dachten immer gute Laune. Ja, das hoffen wir natürlich, dass wir gute Laune verbreiten. Wir haben gestern mal geschaut, wir haben jetzt über 200 Videos schon gedreht. Ja. Ja, alle sieht es natürlich noch nicht, weil wir auch einige wir dabei haben bei Weihnachten genau, und so. Die schalten wir halt erst frei, wenn die Zeit dann gekommen ist, weil sonst ist ja einfach zu viel auch zum Anschauen. Ja, Tina, servus. Servus, Latina, schau mal. Tina, wir haben schon wieder was Neues. Schau mal, Standkatze haben wir jetzt auf Kissen. Musst du am Montag in der Früh gleich alles in den Shop reinstellen? Nee, Alex, die sind noch nicht online. Nee, weil die Tina, die hat nämlich jetzt auch einmal einen Tag frei gehabt. Und das hat die Mama halt mal so schnell mit dem Ulrich wieder produziert, was deswegen. Aber am Montag ist es drin, Alex. Ich wollte euch ja ein besonderes Highlight jetzt heute wieder bieten, weil am Sonntag machen wir natürlich immer absolute Top-Neuheit. Ja. Muss jetzt da im Auge einmal ein bisschen dunkler werden. So, dass die da so einen extra Schatten hat. So, jetzt habe ich zwar das Ohr. Jetzt ist die Heike Kretschmer da. Super, Heike, dass du da bist, weil du wolltest was sehen. Gutschein. Ideen. So, in denen, warte, wir haben auch was für dich. Warte, ich schau gleich. So. Jetzt müssen wir noch ein bisschen stärker werden auf der anderen Seite. Das freut uns natürlich, Heike, auch, dass dir die Videos gefallen und dir weiterhelfen. Schau mal, wir haben da was gemacht für zur Geburt zum Beispiel. Ich hoffe, man sieht es gut. Das sind halt dann Annes Bändler, ne? Mit die Schnuller zum Beispiel hingehängt. Das kann man natürlich auch für alle Anlässe machen, weil es gibt ja zur Hochzeit, zum Geburtstag, ne? Also Schriftzüge gibt es ja in alle Varianten. Das könnten wir jetzt zum Beispiel machen. Oder man macht es dann so wie da. Zeig's mal nochmal. Ich weiß nicht, ob du es vorher schon gesehen hast. Das ist so eine Kiste. Da kann man was reintun, noch Geschenkle reintun und dann kann man da eben noch einen Gutschein hinzwicken. Das ist auch ganz cool. Und unsere Geldscheinhalter musst du dir noch zeigen. Ein Geldscheinhalter? Oh. Da. Ach ja, genau. Wir haben so. Boah. Geldscheinhalter. Ne? Die kann man dann irgendwo draufkleben. Einseitig zum Beispiel, oder beidseitig? Genau, wir können die jetzt zum Beispiel da vorne bei der Katze hinkleben. Ne? Die gibt es auch beidseitig, dass man vorne noch was draufkleben kann, so wie das da. Könnten wir jetzt noch so einen Marienkäfer, ne? Ich zeig's euch mal. Und da steckt man dann da oben den Geldschein eben rein. Und den kann man halt da drauf machen oder so auf die Bank zum Beispiel beim Frosch, dass man die noch mit hermacht. So, ne? Dann könnte man auch noch Geldschein reinstecken. Zum Beispiel, also die sind ganz cool, die Halter. Das sind immer 5 Stück in der Packung drin.
Und ja, gibt es eben einfach und doppelt. Und die könnte man natürlich jetzt auch auf eine Kiste draufpappen oder ne, auf irgendeiner. Heißen die Aha? Unter die Aha findest du die? Ja, das passt wunderbar, die wird im November Oma. Ja, siehst du. Siehst du, da passt das doch super. Und da kannst du natürlich auch so eine Schachtel machen mit Babyschnuller drauf oder so. Ja, es gibt ja auch so wie den Storch, den gibt es ja noch kleiner und so. Also da gibt es schon einige Sachen. Mach jetzt du meine Bitte. Ja, Alex, Tina, hau rein. Ja, ich mach das. Tina, natürlich. Hab schon gesehen. Und erstmal anlegen. Kantenhocker haben wir auch gemacht. Und Tina. Kantenhocker haben wir gemacht, Tina. Die habe ich dir aber vorher schon gezeigt, glaube ich, die hast du schon gesehen. Ja. Ja, wo die. Ach, die Box, wo die Farben drin sind. Die gibt's auch zu kaufen, ja. Aber die ist, glaube ich, nicht online drin, ne? Nee, die gibt's. Du musst einfach so halt. Was kostet die? Ich weiß es nicht auswendig, aber sie ist nicht billig, weil sie natürlich fertig zusammengeklebt kommt. Genau, also da dauert halt du hast da auch nur einen Deckel dabei, Nicole. Also du musst dir vorstellen, da gibt es ein anderes Teil noch, ja? Warte mal, sag's dir mal. Und das wird dann da eingekackt. Also das kann man komplett dicht machen, dass man es transportieren kann. Und da kann man dann in die Schräge die Pinsel reintun zum Beispiel. Aber da fragst du am besten die Tina mal, ich rufst sie halt mal an in der Früh. Die kann dir das sagen, was das kostet. Genau. Wenn sie es wahrscheinlich nicht schon auswendig weiß. So. Ja, hier geht's voll voran mit unserer Katze, hätte ich gesagt. Ich bin ja da so abgelenkt, ich habe gar nicht gesehen, wie schnell das gegangen ist. Ja. Ratzfatz hat die das wieder hochgemalt. Wissen wir jetzt, wie das Kissen werden muss? Ach ja, was machen wir denn für Kissenfarbe? Nehmen wir Pink. Ich wäre ja voll für Pink. Zu der grauen Katze finde ich ja Pink total cool. Wir haben mich schon grünes haben wir schon und ja, so türkisfarbenes, helltürkis. Und rotes haben wir auch schon. Die Ding da gleich nachkleben. Also diese. Die Nasen ist extra mildes. Dass man es leichter dann zum Umalen. Also die anderen wäre für Pink. Zähle mal mit. Rosa. Rosa? Rosa wäre auch nicht schlecht. Also jetzt machen wir erstmal die Augen. Hätte ich gesagt, wie wäre es mit Rosa und Pink neischattiert? Ja, genau. Das wäre doch auch cool. Das wäre doch cool. Dann werden sich die Anand und die Belinda schon mal einig. Und die Michelle ist auch für Pink. Also ich hätte gesagt, wir machen es da innen rosa und außen Ding oder lila. Bei den Augen jetzt mache ich jetzt mit spannend die Aquarellbuntstifte. Ja, weil ich einfach, das geht einfach schöner. Die Pink stand schon so schön da. Die hat die Christine wahrscheinlich schon vorbereitet. Die habe ich heimlich dahingestellt, ja genau. Achso, wir müssen noch, die muss ja an die Augen hin. Also das ist jetzt mit dem Aquarellbuntstift gemalt, für alle, die es noch nie gesehen haben. Es gibt auch bei uns Aquarellbuntstifte, wo man die Sachen ganz toll bemalen kann. Jetzt für die größeren Teile ist jetzt eher die Acrylfarb, aber so für so Augen oder halt so für die kleinen Sachen, das ist zum Beispiel auch mit Aquarellbuntstift angemalt. Aquarellbuntstift. Hat schon passt. Und das kann man jetzt so Wasser verwaschen. Auch. Genau, also da ist jetzt der Pinsel nur vorne die Spitze in Wasser eingetaucht worden. Und dann wird das ein wenig drüber gemalt. So, dass wir halt jetzt da grüne Augen kriegen. Und es geht eigentlich super gut zum Kombinieren halt jetzt. Gerade für so Sachen, wo so ganz dezent nur sein müssen. Und ihr könnt es ja jederzeit da mit dem Weiß wieder drüber gehen. Ja, ich mache das dann immer. Nur mal ein bisschen so Akzente gesetzt dann. Danke, Pam, fürs Kompliment. Ich muss da mal schnell vorlesen. Was? Ich möchte noch kurz mal was loswerden. Ich habe euch als erste Mal auf der Kreativmesse in München gesehen und dort wart ihr schon so nett und freundlich und vor allem nicht aufdringlich. Danke dafür. Das ist lieb. Das ist voll lieb, das freut mich. Wir wollen ja niemand was nachschwätzen. Das brauchen wir auch nicht. Weißt, wenn da jemand das nicht interessiert,
der kann sich auch gerne mal anschauen. Ich sage auch oft zu den Leuten, die können ja zu uns an den Stand kommen und auch bloß staunen. Weil es sind halt vielleicht keine Bastler, ne? Das muss ja auch nicht sein. Und das Malen liegt halt auch nicht. Genau, daneben. Das ist halt einfach so, ne? Aber viele Leute kommen auch gern zu unserem Stand, um einfach zu sehen, was für schöne Sachen wir machen halt. Und ich lasse die dann auch. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist halt, der eine ist halt mehr der Häkler, der andere ist mehr der Stricker, der andere malt gern. Wenn ihr das jetzt vorher nass gemacht habt, ist das auch, weil durchs Verwaschen, dann braucht es jetzt eigentlich, wenn ihr das mit den Aquarellbuntstiften beim Schwarz zum Beispiel jetzt hernimmt, da braucht es jetzt überhaupt dann nichts mehr verwaschen, weil das wird so intensiv, sodass wir jetzt erstmal die Katzenaugen haben. Und da kann man halt voll gut die Augen malen, ne? Und dann machen wir jetzt einfach mal da. Aber wie gesagt, da können wir auch auf die Videos schauen. Wir haben jetzt die Augen immer mit den Aquarellbuntstiften angemalt. Genau. Wo wir alle in YouTube drin haben. Weil halt viele sich ganz schwer tun, wenn sie jetzt halt das mit der Acrylfarbe machen müssen. Man hat natürlich auch jetzt halt bei den Buntstiften den Vorteil, dass man viel mehr eine Farbauswahl hat und da nicht rummischen muss. Oder dann kann man es heller, dunkler machen. Da gibt es ein Päckchen mit 36 Stifte drin und eins mit 12, glaube ich. Gell? Wenn du wollt, dann kannst du jetzt da zum Beispiel auch mal so kleine Fäden machen. Also wie so kleine Augenfäden, dann schauen die nämlich noch intensiver nachher aus. Also wirklich nur so ganz leichte Striche. Das ist aber jetzt mit dem Pinsel natürlich viel besser wie mit dem Posca. Ja, also mit dem Posca ist es immer so, dass die halt so intensiv, so hart werden. Sollen wir ihre Zunge noch rausblecken lassen oder wie schaut es aus? Das können wir auch nicht beantworten, Belinda, ob die fränkischen Kreativtage stattfinden. Ich weiß es nicht, da also muss man mal die Mama schon interviewen. Ich habe mit dem Herrn Scherer telefoniert und er hat gesagt, er weiß es noch nicht. Der Korbmarkt ist schon abgesagt. Ja, ich mache dabei mal die Rückseiten. Und er hofft natürlich, dass es nur Lockerungen gibt, aber vor Ende August werden wir wahrscheinlich auch nichts erfahren, ob es überhaupt eine Messe oder größere Veranstaltungen dürfen ja bei uns überhaupt nicht stattfinden. Also gehe ich mir davor aus, dass es nicht sein wird. Sie hoffen natürlich immer noch, aber die lassen natürlich jetzt auch keine Zeitung und sowas nicht drucken, weil man ja, wenn wir dann eine Absage kriegen, dann ist das ganze Geld auch noch weg. Ja, also, weil mit Abstand und so hat er halt auch gemeint, dass das einfach nicht einzuhalten ist. Weil die Leute wollen ja da basteln und man sitzt dann beieinander. Und ich sage euch ganz ehrlich, da mit dem Mundschutz dann dort hocken den ganzen Tag und so basteln, das ist ja jetzt auch nicht so prickelnd. Es ist jetzt hauptsächlich für die Händler halt, die fränkischen Kreativtage. Aber das ist bei den Messen dasselbe. Wir hätten ja eine Woche nach dem 1. August, da glaube ich am 1. September Wochenende war ja jetzt zum Beispiel auch Hamburg. Und da wissen wir jetzt auch noch nichts. Ja, also es ist halt schwierig, das kommt natürlich jetzt auch drauf an, wenn jetzt die weiter demonstrieren und da sie alle Anstecker weg sind, jeden Kass oder sie nicht dran halten, dann wird überhaupt nichts aufgemacht, schätze ich einmal. Das kommt halt immer ein bisschen auf die Leute drauf an, wie sie die verhalten. Ja, wir hoffen natürlich schon, dass vielleicht irgendwas wenigstens wieder stattfinden kann. Aber es bringt uns natürlich auch nichts, eine Messe, wo nur halber so viel Leute rein dürfen und Ding, weil die Kosten bleiben ja trotzdem immer gleich. Ja, und so. Wenn man mal denkt, wie auf die großen Messen, wie es dazugeht, also wenn wir uns das auch vorstellen, wie soll denn das gehen? Wir haben ja so einen engen Kontakt zu den Leuten, also puh, ja, es wird auch für uns schwierig werden. Ne? Aber wenn es dann soweit ist, ziehen wir es trotzdem natürlich durch, auch mit Maske, wenn es sein muss. Ja, aber nur wenn es unbedingt sein muss, ja. Also ich hoffe, dass es einmal wieder besser wird. Und weil ich und die Mama, wir haben das Hardcore getestet, wir waren shoppen die Woche. Ja. Zum Vatertag, ja. Und da waren wir so eine halbe Stunde im einen Laden und eine halbe Stunde im anderen Laden, hat es uns gereicht, sind wir da heimgefahren. Weil es uns ganz komisch war, ne? So. Ja, wir freuen uns auch, euch alle auf der Messe bald wiederzusehen, natürlich, die, wo jetzt alle gerade in der kurzen Zeit geschrieben haben. Wir vermissen euch auch ganz doll, also deswegen machen wir auch immer Videos, dass wir wenigstens ein bisschen in Kontakt bleiben. Genau.
Und also hinten müsst ihr aufpassen, weil ihr müsst die Barthaare und die Ohren, wenn ihr es natürlich hinten jetzt bemalen wollt, auch mit malen. Und da mache ich es halt jetzt nur so einfacher. Aber wenn das jetzt da drauf geklebt wird, seht ihr das. Und dann sieht man das, dass es nicht angemalt ist und das schaut total blöd aus. Das ist jetzt von hinten, ne? Das ist jetzt mal hinten. Die Belinda, die kommt einfach so bei dir vorbei, hat sie gesagt. Genau. Also ich hoffe ja, dass... Dass es bald besser wird, weil... Ja, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Dann machen wir jetzt noch so ein Ding. Ich glaube, so haben wir es. Jetzt brauchen wir uns noch nicht. Das schaut ja schon mega gut aus. Wollen wir jetzt eine Zunge oder wollen wir jetzt keine Zunge? Wissen Zunge? Wir? Leute, das haben wir nicht mitgekriegt. Wir haben wieder geschlafen. Nein, Zunge raus wäre schon mal süß irgendwie. Die anderen haben ja noch gehört. Doch, die eine hat eine Zunge raus. Warte mal. Nur eine kleine Zunge raus. Die nicht. Also mein Kater, der hat immer die Zunge rausgesteckt. Das ist ja, das hat er leidenschaftlich gern gemacht. Immer so. So quasi, ihr kennt mich doch alle mal. So, also, unsere Punkte haben wir auch drin. Heute, ey, das haben wir fast vergessen. Das Teil, das ist als Halterung, das ist aber nur dabei bei den größeren Katzen, dass sie nicht umkippen können, oder dass die, weil das ist ja nur so kurz verzapft, dass das Ding, ich zeig's euch mal hinten, bei der, da seht ihr es jetzt auch. Ja, also da ist nur die Halterung praktisch drauf. Da wird das nur eingesteckt, dass er die Katze nicht nach hinten umkippen. Die wollen ja immer in der Farbe mit U, wo die Katze ist. Das ist jetzt nicht so dramatisch. So, aber nur, also die Michelle hat gesagt, Zunge. Mach dir mal eine Zunge. Dann machen wir dir jetzt mal noch eine Zunge und dann ist die eh schon durch. Wollen alle eine Zunge. Also. Also ein bisschen pink. Ein bisschen pink, einen gescheiten Pinsel. Schön trocknen, ganz wichtig immer. Und dann ganz viel weiß und ganz wenig pink erstmal dazu. Und dann mache ich die immer ein bisschen so seitlich, die Zunge. Weil wenn es das frontal macht, dann schaut es immer blöd aus. Habe ich schon mal wegretuschieren müssen, leider. Hier, Alex macht jetzt so. Revoluzzer-Monster. Revoluzzer-Monster. Da bin ich mal gespannt, wie die ausschauen. Ja, aber ehrlich, die Alex ist der volle Monster-Freak. Aber Alex, du bist so lieb, du könntest jetzt nicht als Monster durchgehen, ja, aber leider. Ehrlich. Liebesmonster. Vielleicht als Liebesmonster, genau. So Love-Monster, müsstest du nochmal. Ja, genau, so voll Verliebter oder so. So, dann machen wir jetzt unser Kissen. Wir könnten eigentlich da schon, warte mal, da unten müssen wir auch oben in das ganze Ding, weil wir wollen die vielleicht nicht mehr zum, für die Fotos gleich, dass wir euch da so einen Einschieber machen, aber der wird natürlich jetzt nächste Woche, kommen sie jetzt noch so, ihr könnt ja dann auf Facebook die Fotos schauen, ja. Aber... Wir wollen dann schon irgendwann Fotos dazu machen und dann können die gleich mal aufs Titelbild. So. Ich finde es voll stark, dass so viele Leute heute zuschauen. Ja. Ich finde es voll super von euch. Nächste Woche sind wir natürlich auch wieder Sonntag 15 Uhr da. Ist nächste Woche schon Pfingsten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gleich gar nicht. Wir sind total zeitlos. Ja, ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Na, aber ehrlich nicht, du. Wenn du es aufklebst beim Kopf, immer schauen, dass der wirklich überall da bündig seid, ja, mit dem Untergrund. Warte mal, tu mal Finger weg. Da also muss bündig sein. Da, genau, dass das richtig genau, sauber und da rühm am besten so diesen Zahngriff, genau da, ja, und da muss bündig sein. Und das andere passt dann auch relativ gut. Oben das an die passt Ohren, kann dann eigentlich von der Lanz, ja. Ich leg's euch jetzt einmal darüber, dann könnt ihr es nochmal anschauen. Ist Pfingsten schon. Ist schon Pfingsten. Ja. Da brauchen wir ja das Highlight, da müssten wir fast... Ja, da müssen wir uns noch was einfallen. Da müssen wir uns ja überlegen, ob wir nicht am Sonntag online gehen und am Montag. Das können wir uns Feiertag ist. Ich weiß nicht, wie schaut es bei euch am Feiertag aus? Fahrt ihr voll in Urlaub alle? Oder seid ihr da für uns? Dankeschön, Mandy. Also, jetzt pass mal auf. Ich nehme jetzt ein Weiß. Ja, Susanne Berger hat da Geburtstag. Du, das macht uns nichts mehr. Mama, Geburtstag-Special für die Susanne. Da sind wir gleich dabei. Normalerweise müsstest du ein ganz normales Bild drunter schicken können und das Video, Alex. Ich weiß nicht, vielleicht geht das erst nach dem Video, ich weiß es nicht genau. Ich kann es jetzt auch gerade nicht austesten. Ist jetzt ganz schlecht, weil ich muss jetzt hier die Stellung halten. So, also jetzt hoffe ich, seid ihr zufrieden? Die Belinda 30. Hochzeitstag. Jetzt nächstes Wochenende? Ja. Naja, der geht auch vorbei, Belinda.
Das ist, ich denke immer, das wird alles ein bisschen überbewertet. So. Anna, dass du im Dauerurlaub bist, das wissen wir schon. Die kann ich meine Oma nicht Samstag machen und Feiertag. Samstag und Feiertag, nicht Pfingstsonntag oder was? Ja. Aber die Leute sind halt jetzt schon gewohnt, dass wir immer sonntags machen. Also jetzt, was machen wir jetzt da? Jetzt brauchen wir irgendein Geschnörksel. Hast du eine schlechte Internetverbindung, Anja? Das ist nicht so gut. Aber das ist bei uns da draußen, ist es oft einmal so, dass man einfach wegen schlechteren Empfang hat. Aber du kannst es danach auch anschauen. Wir posten es immer danach dann nochmal. Unser Geschmarre natürlich. Wir schauen es immer gar nicht so an, weil dann ist es uns nicht so peinlich. Also wir sind ja schon schmerzfrei jetzt dann. Ich mache jetzt da halt vorne ein bisschen so Geschnörkselzeug drauf, dass das nicht gar so langweilig ausschaut. So. Dann wir das mit Weiß noch etwas aufpimpen, das Ganze. Wie liegt man in der Zeit? Also die Marianne findet es schön, dass man sie 2 Tage sieht, weil Urlaub, wohin denn? Mit Mundschutz und so weiter. Ja. Nee, wir werden uns was einfallen lassen. Wir sagen euch auf alle Fälle Bescheid. Sonntag auf jeden Fall, hätte ich gesagt, weil das ist jetzt so unser Stammding, das ist auch unsere Stammtruppe, die wo immer zuschaut. Ich glaube, dass das wichtiger ist, weil wenn einmal einer nicht zuschauen kann, dann kann er ja das immer im Nachhinein nochmal anschauen. So, ich hoffe, das passt euch. Hallo so. Mir, dass ja eine neue dazukommt. Ja, jetzt super. Zeigt sie mal Neues an. Voll begeistert. Voll cool. Wir haben jetzt zwar schon echt große Reichweite durch unsere Live-Videos, haben wir festgestellt. Und so. Da sind wir auch voll happy. Wir sind auch immer voll happy. Da vorne auch noch irgendwas hin? Da vorne noch irgendwas hin? Sind wir da noch irgendwelche Schnipsel, Schnapsels, Punkte? Gibt es einmal einen Hinweis hier? Es wird hier gerade Daumen hoch geliked bis zum geht nicht mehr Herzle. Alles. Das ist, dabei habe ich mich gar nicht so angestrengt, aber da hinten habe ich keine Farbe nicht gescheit drauf, da muss ich nochmal drüber. So, jetzt. Ja, die Schnörkel-Marianne könnte man auch mit einem Stempel mal machen. Genau, das könnte man auch mal. Das können wir nächste Woche mal sagen. Ich würde jetzt einmal sagen, wir machen da noch so einen Kissenabschluss, oder? So ein bisschen. Und vielleicht nochmal was Rotes. Was wird kritisch, Pam? Das habe ich jetzt nicht geschnallt. Da bin ich jetzt blöd dafür. Irgendwas habe ich verpasst. Ja, wir lesen natürlich nachher auch die Kommentare immer nach unseren Videos. So, jetzt haben wir ein paar Blumen drauf, hat die Belinda gesagt. Ein paar Blumen? Na, Blümchen können wir noch malen. Das kannst du jetzt so in die Mitte malen. Na, ein Blümchen malen wir jetzt noch in die Mitte. Also. Nein. Unsere Standardblümchenform. Ja, 5 Punkte und einen in der Mitte. Ja, wenn man das nicht mit dem Pinsel macht, sondern vielleicht mit dem Schaschlikspieß, wird man sich auch leichter. Warte einmal, Sekunde. Rückseite vom Schaschlikstecker und dann macht man zack, zack. Und dann schauen die nämlich auch alle gleich groß aus. Ach, kitschig. Ach, jetzt. Wer wäre kitschig? Kitschig heißt es. Ach du Scheiße, was hab ich gelesen? Entschuldigung. Was wäre kitschig? Ich weiß nicht, was kitschig wird. Also Kissen? Naja, ein bisschen. Ja, ein bisschen Kitsch muss immer sein. Das ist halt bei den Bastlern so, glaube ich. So. Noch 3 rote Punkte, oder? Und dann haben wir fertig, Milas. Schaut Sudala. Doch mega aus hier, hätte ich gesagt. Jetzt pass auf, jetzt stellen wir mal das große Finale. Das Teil gehört so rein. Und dann kommt die Katze reingesteckt. Also wir sehen gar nichts außer der Finger. Entschuldigung. Wir schauen es mal von hinten an. Wenn es trifft, geht es auch rein, hoffe ich doch. Na, sag einmal. Murti, Murti. Warum geht es nicht rein? Ja, jetzt. Was ist denn da los? Irgendwas passt nicht, dass wir haben jetzt das falsche Kissen oder was?
Nee, ich, irgendwas klemmt. Irgendwas passt nicht. Jetzt bist du nicht willig. Oh Gott. Nicht gleich alles runter. Da. Dir gleich den ganzen Tisch abgraben. Ich bin nicht vorne hin lange, das ist das Problem, jetzt. Was? Jetzt. Ja, weil alles noch nass ist. So, dann, wenn es trocken ist, dann kommt da noch 3D-Lack drauf und dann posten wir natürlich. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit mir. Jetzt einmal graue Katze. Ich habe ja eigentlich blank gehabt, noch ein bisschen was braunes. Schau nochmal die anderen an, nochmal kurz an. Ich glaube, sie mich auch voll süß waren. Aber was ja. Braunes, finde ich, passt jetzt da gar nicht, oder? Was Braunes? Was willst du denn da was Braunes jetzt? Naja, ich habe mir gedacht, weil die haben eigentlich immer so ein bisschen einen braunen Schimmer noch drin. Die Katze meinst du jetzt da noch so ein. Ah nein, das ist jetzt einmal eine graue Katze, hätte ich gesagt. Genau. So, dann drehen wir mal so. Wir sehen uns nächsten Sonntag auf jeden Fall. Gibt's natürlich alles ab Montag im Online-Shop, hätte ich gesagt. Genau. So, und dann drehen wir mal nochmal kurz um, dass wir uns auch mal nochmal sehen. Servus. Servus. Und dann wünsche ich mir gute Zeit. Genau. Die Nicole schaut halt schaut in YouTube vorbei. Genau. Und liked unsere Filme, teilt es, dann verbreiten sie sich schneller. Genau. Und wünsche euch noch einen danach. Schönen Restsonntag. Wie die Whiskerskatze. Wir gehen jetzt dann zum Grillen. Genau. Tschüss. Alles Gute, bis nächste Woche. Ja, Bussi, tschüss.